Vor 2 Wochen haben wir in Teil 1 zu den Hardshell-Jacken gelernt, was ein MVTR und ein Red Value sind. Außerdem wissen wir, was Wassersäulen sind. Aber was bringt uns das alles, wenn wir jetzt nicht mal mit Beispielen in der Praxis jonglieren und uns die konkreten Features einer Jacke anschauen? Solltet ihr den ersten Teil zu den Hardshell-Jacken verpasst haben, dann könnt ihr hier oben rechts den Teil nachholen. Einige Begriffe sind nicht ganz unwichtig, um die Inhalte des heutigen Videos zu verstehen. Wer also bei MVTR an die Konkurrenten von AC/DC denkt, sollte das Video nachholen. Wir müssen uns noch einmal zu Beginn kurz mit den Lagen einer Jacke beschäftigen. Denn nicht alle Jacken sind zwei- oder dreilagig. Es gibt auch die berüchtigten 2,5-Lagen. Sie haben mittlerweile in vielen Geschäften die zweilagigen Jacken vollständig abgelöst. Im Prinzip wird bei der 2,5-Lagen-Jacke nicht wirklich auf ein richtiges Innenmaterial als Membranschutz gesetzt, sondern auf eine Art Schutzschicht aus unterschiedlichen Materialien. Der kleine Unterschied zu den 3 Lagen ist also, dass es zu keinem vollwertigen Innenmaterial kommt. Der Vorteil der 2,5-Lagen-Jacken ist jedenfalls das Packmaß. Dadurch, dass wir nicht zweimal einen dicken Stoff innerhalb einer Jacke verarbeitet haben, ist sie weniger steif und damit besser zu komprimieren. Logisch. Das macht sich natürlich auch im Gewicht bemerkbar. Selbstverständlich hat das aber auch seinen Preis. 2,5-Lagen-Jacken sind in der Regel weniger robust und widerstandsfähig als die großen Schwestern. So kann Abrieb und Zerstörung oder Verstopfung der Membran gerade an den Schultern, am Rücken und an der Hüfte schneller eintreten. Die Konsequenz ist, dass die Jacke früher ausgetauscht oder repariert werden muss. Reparaturen sind gerade bei Hardshell-Jacken aber heute immer noch die Ausnahme. Wobei man Hardshell-Jacken, Regenjacken gerne unterschätzt, ist das Können bei trockenem Wetter. Viele Leute im Bergsport glauben, bei trockenem Wetter braucht man eine Windstopperjacke, bei nassem Wetter eine Hardshell-Jacke. Dabei sind Windstopperjacken vom Materialaufbau sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass sie in der Regel ohne Membran produziert werden. Heißt aber auch, dass die Hardshell-Jacke das letztlich auch kann. Ein klassischer Anwendungsfall für die Hardshell-Jacke ist der Herbst. Die Temperaturen werden noch relativ warm, aber die Winde sind bereits sehr, sehr kalt. Viele setzen dann dabei auf die Isolationsschicht. Dabei ist der einzige Effekt, dass man durch die hohen Temperaturen sich nass schwitzt. Viel besser eignet sich in solchen Momenten eine Hardshell-Jacke, da sie den Wind abblockt und bis zu einer gewissen Temperatur die Feuchtigkeit im Inneren regulieren kann. Grundsätzlich muss eine Hardshell-Jacke oder eben Regenjacke, wenn man es so simpler formulieren will, nicht viele Features mitbringen, wenn es einfach nur darum geht, den Regen abzuhalten. Das ist auch ein großer Preisfaktor, denn jedes Feature kostet natürlich Geld. Die einzelnen Features sind zwar eigentlich in der Produktion billig, aber das aufwendigere Design und die Tatsache, dass die Jacke diese Features hat, lässt man sich eben gerne bezahlen. Aber oftmals lohnen sich die Features auch, deshalb möchte ich euch ein paar dieser Features kurz zeigen. Zum einen wären da hochgeschnittene Taschen. Dieses Design ist besonders dann wichtig, wenn man oftmals einen Klettergurt auch bei Wind und Wetter anhat. Das ist zum Beispiel bei langen ausgedehnten alpinen Touren im Fels, Eis oder eben am Gletscher der Fall. Dann ist es praktisch, wenn man noch an alles in den Taschen natürlich drankommt. Sonst werden nämlich die Reißverschlüsse durch den Hüftgurt blockiert. Auch die Brusttasche ist beim gleichen Anwendungsfall sehr praktisch. Sie ist naheliegender und kann für Kleinkram eigentlich ganz gut genutzt werden. Wichtig ist für eine qualitativ hochwertige Hardshell-Jacke auch die Abdichtung aller Öffnungen. Das betrifft zum einen den Abschluss an der Hüfte. Hier sind die Kordelzüge zum Beispiel die beliebteste Lösung. Zum anderen betrifft es aber auch die Ärmelabschlüsse. Hier sollte immer ein stabiler Klettverschluss vorhanden sein, um die Jacke wirklich dicht zu bekommen. Denn nur eine dichte Jacke kann auch vor Kälte letztlich schützen. Dann schauen wir uns noch kurz die Kapuzenverstellung an. Diese ist immer dann praktisch, wenn man mal mit und mal ohne Helm unterwegs ist. Mit Helm braucht man eine höhere Kapuze und eine weitere. Hat man eine Klett- oder Kordelverstellmöglichkeit, kann man diese Details dann anpassen. Hat man das nicht, kriegt man entweder nie die Kapuze über den Helm oder rennt ohne Helm mit einem Imperator-Umhang herum, der einem die Sicht versperrt. Zuletzt ist ein wichtiges Feature, das man kennen sollte, die Belüftung. Da eine Hardshell-Jacke winddicht ist, kann es manchmal auch etwas zu heiß werden. Daher haben viele teurere Hardshell-Jacken einen Reißverschluss, beginnend über dem Ellenbogen, über die Achsel verlaufend in Richtung Brustkorb. Das sorgt für bessere Ventilation.
Wir haben uns letztes Mal eine Weile über die Membran unterhalten. Dabei habe ich euch eine Sache noch gar nicht verraten. Es gibt gar nicht die Membran. Jetzt mal rein aus dem Kopf heraus. Welche Membranhersteller kennt ihr? Schreibt mir das jetzt mal in die Kommentare. Ich war zu lang. Zimttee. Geil. Na gut, Gore-Tex kennt vermutlich jeder. Die Marketinggenies aus den USA haben sich auf der Welt lange Zeit durchgesetzt. Mit einer patentierten Technologie. Wassermoleküle erzeugen Druck, der vom Inneren der Jacke gegen die Außenwand drückt. Dabei lassen die kleinen Poren der Membran diese jetzt nach außen durch. Jedoch sind die Poren klein genug, um Regentropfen eben nicht eindringen zu lassen. Das funktioniert aber nur, solange es außen kälter ist als im Inneren der Jacke. Aber es gibt auch porenlose Membranen, zum Beispiel von Sympertex. Sympertex setzt quasi auf Chemie. Diese Membran nimmt alle hydrophilen Bestandteile des Schweißes auf und gibt sie dann nach außen ab. Der Vorteil, es gibt keine Poren, die kaputt gehen können oder verstopfen können. Außerdem gibt es dann noch Gore-Tex-ähnliche Membranen, die auf größere Poren setzen oder noch kleinere Poren und das alles dann etwas unterschiedliche Effekte mit sich bringt. Die Atmungsaktivität, vor allem die gefühlte, hängt nicht nur vom Außenmaterial, sondern eben auch von der Membran ab. Polartec-Membranen beispielsweise sind sehr viel besser belüftet, aber die Wassersäule kann keine so hohen Ansprüche erfüllen wie bei ganz kleinporigen Membranen. Zuletzt müssen wir uns noch kurz über das Thema PFAS, perfluorierte Alkylsubstanzen unterhalten. Die sind in letzter Zeit immer wieder mal groß in den Medien und das nicht ganz grundlos. Sie werden nicht nur, aber auch bei Kleidung wie Hartschelljacken verwendet. PFAS oder auch als PFC bekannt, haben einen wasserabweisenden Effekt und sie sind schädlich? Ja, mehr oder weniger. Für uns als Endverbraucher sind diese Materialien in den Jacken nicht wirklich bedenklich. Leider ist PFAS ein Stoff, der sich ganz solide hält und deshalb auch mittlerweile im Grundwasser zu finden ist und es Häufungen von Krebsentstehungen in der Nähe der Produktionsstätten gibt. Die Arbeit mit den PFAS ist also nicht unbedenklich. Membranhersteller bzw. Jackenhersteller setzen schon lange auf diese Substanzen. Mittlerweile, da die PFAS in Verruf geraten sind, wird das aber weniger. Achtet beim Kauf von einer neuen Hartschelljacke jedenfalls darauf, dass die PFAS frei funktioniert oder eben PFC frei funktioniert. Hartschelljacken können teurer sein, müssen es aber nicht. Die Alpinism von Simon beispielsweise ist eine sehr hochwertig produzierte Hartschelljacke mit 3-Lagen-Aufbau, solider Wassersäule und Atmungsaktivität, gut angesetzten Features auch für Hochtouren und einem schlichten Design. Diese Jacke zählt zu den günstigsten High-Performern am Markt. Wer aber gern für eine Marke, also auch ein gewisses Standing am Markt, mehr bezahlt, wird unter 200 bis 300 Euro selten etwas finden, was anspruchsvollen Touren gerecht wird. Das kommt aber immer auf den Anwendungsfall an. Zwei pauschale Empfehlungen von den technischen Daten her möchte ich euch zum Schluss aber noch überlassen. Durchschnittliche Bergtouren im Sommer. Hier reichen 2,5-Lagen-Modelle ohne große Featuredichte, vielleicht noch mit Taschen und im Idealfall Ventzips, also Belüftungsschlitzen unter den Armen. Diese Jacken für alle Fälle kommen mit 10.000 mm Wassersäule in der Regel aus. Viel weniger solltet ihr euch aber nicht leisten, damit sich im Fall der Fälle keine Nässe durchdrücken kann. Für Hochtouren, Skitouren, Touren in Eis und Schnee und das Weitwandern empfehle ich euch jedenfalls 3-lagige Jacken mit Wassersäulen ab 15.000 mm als gute Untergrenze. Wie atmungsaktiv sie denn sein mag, hängt dann von der Technik und dem Material ab. Die Features sollten natürlich zahlreich sein, um sich der Disziplin anpassen zu können. Hochgestellte Taschen, Brusttasche, verstellbare Kapuze und Co. sind da wirklich praktisch. In diesem Sinne, wenn euch dieses Video geholfen hat, drückt auf Abonnieren und drückt auf Glöckchen aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Auch ein Daumen hoch hilft dem Video und damit mir. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!